Neue Schuhe sind angekommen und ja, wenn man die Verpackung sieht, sind es nicht gerade große Schuhe, es sind ganz besondere Schuhe. Ich packe es schon mal aus. Es sind neue Schuhe von Vibrance. Vibrance sind Schuhe, Five Fingers heißen die. Also es sind Schuhe, wo die Zehen in die Schuhe reinkommen und eben wie so Handschuhe ja, die Zehen drin sind. Und ich habe jetzt hier die neue Version von den Vibrance mir gekauft, die hier ganz nett verpackt sind. Furoshiki heißen die, hier ist das Logo von Vibrance. Furoshiki ist ein, ja, ist japanisch wahrscheinlich und ist eine besondere Technik des Hebens und des Verpackens. Man kann schwere Lasten heben durch ein Tuch und ich habe jetzt mal den Schuh hier mal rausgenommen. Man sieht, dass ich hier sehr schön die Sohle von unten, das ist sehr weich. Es ist gehen, ja, wie barfuß gehen. Aber ein Unterschied zu den bisherigen Vibrance ist hier dieses Wickelkonzept. Also die haben hier ein sehr interessantes Wickelkonzept entwickelt. Der Schuh selber wiegt etwa 220 Gramm. Hier kommt der Schuh rein und dann wird es hier rumgewickelt und ja, man läuft dann, so heißt es, sehr, sehr bequem. Ich bin sehr gespannt. Es gibt ganz verschiedene verrückte Farbkombinationen. Ich habe ganz klassisch schwarz genommen, weil ja, es passt erstmal die schwarze Variante zu den meisten Sachen. Innen ist es gelb, sieht man ja. Gibt es, wie gesagt, viele, viele, viele verschiedene Versionen. Ich habe mir jetzt mal die Größe L bestellt. Es heißt, die Schuhe fallen ein bisschen kleiner aus. Also wir probieren es einfach mal und ja, bin sehr gespannt, wie diese Schuhe passen und ob ich sie genauso oft anhabe wie meine bisherigen Vibrance Five Fingers. Ja, ich denke mir, sind es zwei links und rechts. Jawohl, sind linke und rechte. Also passt und neckisches Körbchen gab es dazu.